Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Es ist 8.32 Uhr, ich gehe jetzt los, ich muss zur Post, ich muss einen wichtigen Brief abgeben und nehme Miley natürlich mit, sehen uns dann später. Ganz viel Spaß heute. Unterwegs. Es ist kalt, ich muss. Deswegen meine dicke Jacke wieder angezogen und die ist auch genau richtig. Ich wollte eigentlich meinen Mantel anziehen, der ein bisschen dünner ist. Da hätte ich dann noch einen Schal rausholen müssen. Da hatte ich dann keine Lust, so ich mir gedacht, Mann, da ich heute eh so ein bisschen in rosa bin, Aprikot, kann ich ja auch eine rosa Jacke anziehen. Und das war genau richtig und die ist nämlich richtig schön warm. Aber der Reißverschluss hakt. Habe ich festgestellt. Also ich habe heute Morgen Schwierigkeiten gehabt, meinen Reißverschluss zuzubekommen. Wimpern und Augenbrauen sind auch nicht gemacht. Erstmal muss der Brief weg. So, wir haben jetzt alles erledigt. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Bin auch froh, dass ich wieder in meinem warmes Wohnzimmer kann. Ach ja. Wieso? Also es ist schon erträglich, aber nee, doch, ich komme noch gar kein Dampf. Aber es ist kalt, ich friere. Keine Ahnung. Ich möchte mir auch gerne so eine Jacke, die ich jetzt so anhabe, auch in Schwarz nochmal holen. Weil die ist richtig schön warm. Und wie gesagt, meiner ist ja nicht mehr so schön. Ich habe zwar sowas Ähnliches auch, aber das ist nicht in Schwarz. Also ist schon in Schwarz. Ich habe auch einen in Schwarz, der so ähnlich ist, aber der ist nicht so warm. Der ist viel billiger von der Verarbeitung her. Und sieht auch nicht so schön aus. Ich hatte euch den auch mal gezeigt. Er hat so Kunstfell, welches ich ja nicht mag. Jetzt kommen wir wieder an Leuten vorbei. Da würde ich gerne noch mal gucken, dass ich da noch mal so etwas Schönes Warmes auch in Schwarz bekomme. Rosa und Schwarz, Weiß sind auch, ist auch so noch eine Farbe. Ne? Das sind so die drei Grundfarben, die ich eigentlich immer gerne trage. Rosa, Schwarz und Weiß. So diese Jacken müssen eigentlich immer vorrätig sein und so eine dicke weiße Jacke habe ich tatsächlich auch noch nicht, aber man muss nicht alles haben. Also ich habe zwar eine, wie gesagt, aber auch die ist nicht so warm. Ich wollte eigentlich so einen Mantel haben. Also, da ist ein Eichhörnchen. Da, habt ihr das noch gesehen? Ich wollte ja eigentlich so einen Mantel haben. Diesen Wollmantel. Bin ich auch immer noch auf der Suche, aber das ist praktischer, ne? Da hast du so einen dicken Kragen mit dran und so eine schöne, ja, das ist einfacher, sportlicher. Kann man ja auch elegant tragen, wenn man möchte. Naja, jetzt gehe ich erstmal weiter. Hallo meine Lieben, ich bin in meinem Drehzimmer. Ich habe eben ein ernstes Video abgedreht. Und da ich nicht genau weiß, welches Video zuerst online kommt, sage ich euch ganz kurz auch nochmal, worum es hier ging. Ich habe eine Storytime abgedreht über meine Erkrankung, die ich vor 4-5 Jahren hatte ungefähr. Ich habe nämlich Nesselsucht gehabt. Viele von euch, die von dieser Erkrankung schon mal betroffen waren, wissen, wie fies die sein kann. Ich habe das alles beschrieben. Darauf möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Ich habe es ja im Video gemacht. Ich habe aber heute einen Tipp bekommen und möchte das unter Vorbehalt posten, da natürlich auch pflanzliche Dinge wieder Allergien und vielleicht sogar einen Schub auslösen können. Denn oft wird diese Nesselsucht in Schüben geht sie voran und möchte da eindeutig warnen, bevor ihr das ausprobiert, fragt euren Arzt und euren Apotheker auf jeden Fall, euren Allergologen, ob man das mal ausprobieren darf. Ich habe gehört, dass die Kumak-Pflanze, auf Deutsch wird es, glaube ich, nee, nicht Kumak, Sumak. Ich habe davon noch nie gehört, beziehungsweise nicht so bewusst. Klar, das Gewürz kenne ich, das ist ein türkisches Gewürz, aber ich habe... Klingelt das Telefon? Nee.
wenn ich so eine Gehirnschublade jetzt langsam mal aufreiße, dann kommt mir dieses Gewürz schon in den Sinn, aber so bewusst wüsste ich das jetzt nicht. Es ist Sumak, heißt die Pflanze auf Türkisch. Das sind wohl, ist wohl ein Strauch, der Beeren hat, und die Beeren werden wohl mit den Kernen oder nur die Kerne gerieben und dann zu einem Gewürz verarbeitet. Und man kann diese Sumak, Çekirdekler heißt es auf Türkisch, diese Sumak-Kerne wohl aufkochen und dann einen Tee daraus machen, ihn trinken jeden Tag 21 Tage lang, und dann soll die Nesselsucht oder auch eine Allergie sehr viel besser werden. Aber wie gesagt, ich habe das nur gehört, wollte das weitergeben, habe das in Form meiner Storytime verbunden, mit euch aufgenommen. Bitte, bitte fragt vorher den Arzt, Apotheker und die Türkenkönnen unter euch, da wäre ich euch dankbar, wenn ihr da ein bisschen was zu sagt, weil das Gewürz kennt eigentlich jeder, außer mir gefühlt, beziehungsweise nicht bewusst gekannt von mir. Wenn das helfen könnte, würde, sollte, dann wäre das doch klasse. So, jetzt gehen wir unten. Ich habe mal ein bisschen hingelegt, meine Liebe, da hinten, weil mir unendlich kalt ist. Ich sitze hier schon die ganze Zeit in der Decke, aber ich werde irgendwie nicht warm. Da dachte ich mir, ich lege mich mal so einen Moment hin mit richtig Decke über den Kopf und all. Mir ist so kalt. Ich habe auch schon eine dicke Wolljacke angezogen, richtige Woll, also echt Wolle, aber wäre trotzdem nicht warm. So kalt ist es gar nicht. Wir müssen ja heute auch noch das Haus angucken. Wir fahren ja noch nach Schleswig-Holstein. Es ist 1:01 haben wir Termin. Also lange kann ich hier gar nicht mehr liegen. Da dachte ich mir, bevor ich jetzt noch eine Stunde hier in der Decke sitze und nicht warm werde, lege ich mich im Moment hin. Decke mich mal richtig zu. Jetzt wird mir die Decke gleich richtig über den Kopf ziehen, so dass ich da auch richtig warm werde. Und mir dann nachher die dicke Jacke wieder anziehen im Auto. Lasse ich mir dann die Po-Heizung anmachen. Leute, oh, mir ist so kalt. Na gut. Wisst ihr Bescheid, falls ich mich nicht melde mehr. Dann sehen wir uns nachher heute Abend. Bis später. So, wir sind zurück in Hamburg. Sitzen jetzt hier beim Kochen und Essen. Und anschließend gehen wir nach Hause. Es ist ungefähr 6 Uhr. Haben wir schon einige Speisen aufgebaut, beziehungsweise die Vorspeisen. Ja, war sehr schön. Jetzt müssen wir wieder Brainstorming machen. Na, mal gucken. Ich war auf alle Fälle sehr, sehr positiv. Ich hoffe, dass wir da irgendwie weiterkommen. Hier sind schon die Vorspeisen, beziehungsweise ja, Brot mit diesen Soßen. Das wird ja immer hergebracht. Ich habe mir schon mal meine Hände sauber gemacht. Getränke sind angekommen. Ich habe noch beim Türken. Ich suche jetzt dieses Sumak. Finde ich aber nicht. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Es ist 19.37 Uhr. Miley wittert hier Fleisch. Mein Mann hat nämlich wieder Kalbfleisch mitgenommen, aber ich fürchte, das ist schon wieder so rot. Seht ihr, das ist dunkelrot. Ich hoffe, dass es diesmal nicht hart wird. Ah, aber das sieht schon wieder so richtig dunkel aus. Naja, wir haben Kalbfleisch mitgenommen. Wir waren ja im türkischen Laden. Das hatte ich euch gesagt. Das ist aber kein türkischer Laden gewesen. Das war ein arabischer Laden. Da kaufen wir sehr gerne ein hier bei uns in Hamburg. Der hat immer richtig tolles Fleisch. Ist auch nicht so teuer. Ich habe 4 Pakete von dem Nanak-Fladenbrot mitgebracht. 4-mal diese Pakete. Ich glaube, da sind 10 Stück drin und kosten 1,99, glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau. Naja, diese kleinen Gurken habe ich mitgenommen. Die essen die Türken ja auch immer sehr gern. Und ich finde, die schmecken auch viel, viel würziger als die, diese langen. Dann einmal diese Tatlibibash Salcasin. Hat 1,49 Euro gekostet. Und dann diese Fistikle Hähnchenwurstscheiben. Bulgur hatte ich ja gar nicht mehr. 1,49 Euro hat der gekostet von der Firma Seda. Habe ich 2-mal von gekauft. Zitronen habe ich diesmal einzeln gekauft, weil sie die nicht in diesen Netzen hatten. Und dann war sie natürlich relativ teuer. Ich glaube 2,49 oder so das Kilo. Keine Ahnung. Dann habe ich noch Ball gekauft für 1,99 Euro.
Mein Sohn möchte unbedingt Bal essen, immer trinken in seinem Tee, deswegen habe ich ihn einmal mitgebracht. Gazi-Joghurt hat da gekostet 2,09 Euro, glaube ich. Paprika, sage ich, Oliven haben wir mitgenommen. Das sind diese grünen gewesen, 2,49 von der Firma Family. Kenne ich gar nicht, weiß nicht, wie die schmecken, mein Mann auch nicht, aber der ist ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Wir haben ja in letzter Zeit immer die Oliven von Lidl gekauft, die mache ich so gerne und die haben wir gekauft. Diesmal beim Türken bzw. beim Araber, hatte ich gesagt, ne, dass es ein arabisches Geschäft war und kein türkisches, wie ich es angekündigt hatte in meinem Live-Vorleben. Ja, außerdem habe ich noch einmal Sumac mitgenommen. Das hatte ich euch ja heute Morgen berichtet, dass ich da so tolle Sachen drüber gehört habe. Das ist jetzt das von Antep, Sumac mit C, kann man also auf verschiedene Arten aussprechen. Ich hoffe, dass das das Richtige ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch diese Chickadee Sumac ist, also das aus den Kernen, ob das aus den Kernen hergestellt wurde. Müssen wir uns noch mal ein bisschen im Internet schlau machen. Ich werde das versuchen. Das hatte ich ja als guten Tipp heute Morgen bekommen von jemandem, der sich damit auskennt und der sagt, dass es gegen Nesselsucht und Allergie ganz toll helfen soll. Das werden wir auf jeden Fall einmal austesten. Dann habe ich außerdem für 1,49 Euro Datteln mitgenommen. Oder sind das Datteln? Heißt ihr nicht Datteln? Ich glaube, das sind Datteln, glaube ich. Oder nicht? Ich glaube, das sind Datteln. Ja, glaube ich. Die habe ich einmal mitgenommen und außerdem habe ich diese Paprika mitgenommen, die scharfen. Normalerweise sind die scharf, ich glaube aber, die sehen nicht ganz so scharf. Kann man den aber auch nicht immer ansehen. Also mein Mann isst ja gerne im gebratenen Fleisch diese Paprika. Die heißen nicht Charlie-Paprika, heißen die, die helleren, die hellgrünen, die sind nicht scharf und die sind, die dunkelgrünen sind scharf. Die heißen, oh, die haben auch so einen Namen, habe ich vergessen. Ja, sind Datteln. Habe ich mich nicht geirrt. Ja, außerdem habe ich meinen Döner nicht aufgegessen. Den habe ich zur Hälfte mitgebracht, weil ich dachte mir, ich kann den zu Hause noch ein bisschen essen, aber ich bin so pappesatt, ich kann nicht mehr. Isst vielleicht mein kleiner Sohn gleich. Und wenn nicht, dann freut sich Miley ganz bestimmt. Ja, das war mein Einkauf beim Araber. Und das werde ich jetzt einmal fotografieren. Und dann sind wir soweit durch für heute. Ah ja, das Fleisch muss ich noch in den Kühlschrank tun. Das ist alles. Ich weiß nicht, wir haben dafür 45 Euro, glaube ich, ausgegeben. Ich hatte noch Käse dazu gemacht. Ja, du müsst Fleisch haben, ne? Ich hatte noch Käse dazu gemacht, aber da stand der Preis nicht drauf. Da wusste er nicht, wie viel das kostet. Also haben wir es gelassen. Nicht mitgenommen. Also 44 Euro für das Büschen. Auch ganz schön, ne? Mal gucken, ob sie fängt. Ah, hat sie nicht geschafft. Hui, hab ich dir auf den Kopf gehauen. Ja, macht nichts. Ganz schön schwer, so ein Stück Fleisch. Ja. So, mein Lieben, ich bin wieder in meinem Drehzimmer, weil ich kurz etwas machen musste. Und jetzt gehe ich wieder nach unten. Was war das, Leute? Oh, dachte schon hier, wäre jetzt jemand, hätte sich jemand versteckt oder so. Nee, das sind nur die ganzen Kartons von meinen Unboxings-Videos, die habe ich nämlich alle da in die Ecke gestapelt und die versuchen jetzt gerade so alle in sich zusammenzufallen. Naja, lasst mich kurz erzählen, wie war es denn? Ja, wir haben ein Haus besichtigt, das habe ich euch erzählt und mein Mann und ich sind auch begeistert. Wir finden das alles richtig gut und nun muss man natürlich sehen, wie es weitergeht. Das werden wir jetzt besprechen und ein bisschen, wie gesagt, Gehirn-Braining, hätte ich jetzt fast gesagt, ne? Brainstorming machen sozusagen, ein bisschen überlegen, was wir jetzt machen werden. Und dann werde ich euch da irgendwann auch mal ein Update geben. Jetzt gehe ich nach unten. Ich bin nämlich schon mal wieder ziemlich erschossen. Ist natürlich immer anstrengend. Wir waren jetzt fast fünf Stunden unterwegs. Es ist, glaube ich, 8 oder 8:30 und wir sind ja schon um 2:30 losgefahren. Ja, dann haben wir, wie gesagt, noch gegessen beim Türken, wieder Döner, was soll es sonst gewesen sein, also mit was anderes kriegst du mich nicht, also wenn du mir eine Freude machst, dann geh mit mir Döner essen, mehr Ansprüche habe ich nicht, mein Mann sagt auch schon, man muss das immer sein, können wir nicht, ja, normales, vernünftiges Restaurant, nein, ich muss einen Döner essen, wenn ich irgendwo hingehe. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, gibt es nichts Neues. Ich war nur die ganze Zeit unterwegs und wünsche euch jetzt schon mal alles Liebe. Mal gucken, ob ich mich nachher nochmal melde. Ansonsten sehen wir uns morgen ganz bestimmt wieder. Ich glaube, das Video war heute auch nicht ganz so interessant für euch vielleicht, aber mal schauen, ob wir uns nochmal sehen heute. Einen schönen guten Morgen. Es ist der nächste Tag. Ich schneide beide Vlogs zusammen.
Und es ist jetzt 6.51 Uhr und ich mache jetzt ganz kurz meine Haare. Ich komme gerade aus der Dusche, dieses Pantene Pro Vitamin rein. Ich komme mal kurz zusammen machen. Ui. So. Ich finde das nämlich richtig gut, noch besser als das Grüne von Glisspur. Das macht die Haare wirklich richtig schön und nicht so fettig. War es eigentlich immer schon. Dann kämme ich das noch mal kurz durch. Und dann können wir auch wieder starten in den Tag. Ich werde jetzt gleich das Frühstück machen. Und einmal durchkämmen. Das war's schon. Dann lasse ich die Haare trocknen. Und einen Kamm wollte ich mir kaufen. Viele von euch haben mir geschrieben, dass ich einen Kamm, dass ich das besser, dass das schonender wäre. Und den werde ich mir auch nochmal kaufen. Ich habe auch eigentlich so einen Naturkamm, so auch aus Holz. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Ich muss mir mal einen neuen holen. Also irgendwo hatte ich hier mal einen liegen. Ah, hier. Der ist mir abgebrochen. Genau. Also was wollte ich mir dann nochmal kaufen. Hier. So ein, ne? Also ihr sagtet mir, dass das mit so einem, groben Kamm vielleicht besser funktioniert. Ja. Genau. Der ist mir aber abgebrochen. Das heißt, da muss ein neuer her. Ne? Können die da ja mal hinlegen. Wie ich mich kenne, vergesse ich das nämlich immer wieder. So, jetzt können wir den Tag starten. Heute ist Freitag übrigens. Hallo, ich bin gerade hier an meinem Kühlschrank und sehe mit Schrecken, dass meine Milch ziemlich dem Ende entgegengeht. Das ist die letzte Packung. Ja. Ich hatte doch hier irgendwo noch eine offene. Also ist das die vorletzte, Leute? Ich muss mal eben gucken. Ja, ich habe heute noch einiges zu tun. Ich muss noch nach Hamburg-Wandsbek fahren. Ich hatte doch eben hier noch eine offene Packung, oder nicht? Ach, Leute. Doch nicht. Ist doch die letzte. Ich muss heute nach Hamburg-Wandsbek. Ich habe einige Sachen zu erledigen. Ich muss ein paar Termine vereinbaren. Und deswegen... Ne, siehst du, die war schon auf, die Milch. Ich möchte nämlich noch einen Cappuccino vorher trinken. Ich habe eben schon. Aber ich genehmige mir noch ein. Ich muss einige Termine machen. Entweder gehe ich vormittags oder ich gehe nachmittags, weil sonst haben die zu. Das weiß ich noch nicht so genau. So. Und insofern seht ihr, die geht immer auf und jetzt geht es gar nicht mehr. Na toll, einen Moment. Funktioniert das jetzt? Ja, die Maschine ist nicht mehr die tollste, obwohl die ja, wie gesagt, noch gar nicht so alt ist. Und ja, mal sehen, wie ich mich dazu entschließe, das vormittags oder nachmittags zu machen. Ich denke eher, ich werde das auf den Nachmittag schieben, obwohl es eigentlich günstiger wäre und vorteilhafter, wenn ich das jetzt erledige, aber ich keinen Bock. Obwohl das Wetter schön in Hamburg ist, ist sonnig und es ist, glaube ich, auch nicht ganz so kalt wie gestern. Ich weiß nicht, ich war noch nicht draußen. Das heißt, doch, ich war schon draußen, habe den Müll weggebracht. Aber ich glaube, es ist nicht so kalt heute. Na gut, wie dem auch sei, ich muss trotzdem los und versuchen, die Termine abzuarbeiten. Werde dann noch mal ein bisschen vielleicht wieder mit euch shoppen. Mal gucken. Wir werden sehen. Jetzt trinke ich aber erstmal Kaffee und guck auf YouTube gerade Max Lanz an. Da dachte ich mir, die neue Max Lanz, Markus Lanz, die neue Sendung, die er rausgebracht hat mit Oskar Lafontaine. Da bin ich gerade dabei, mir das anzuschauen. Und dann dachte ich mir, dass ich mich dann so langsam vielleicht auf den Weg mache. Mal gucken. 10:30 ist es jetzt. Die Vlogs von gestern und heute schneide ich zusammen, weil so viel war ja gestern nicht, glaube ich. Und dann dachte ich mir, machen wir das in einem Abwasch heute. Ich hatte eh noch einen Vlog von gestern und den habt ihr heute jetzt gerade sehen können. Das passt dann ganz gut. So, hallo.
Christina. Ich habe jetzt gerade mein Fahrrad mal angeschlossen und bin auf dem Weg jetzt, um mal ein paar Geschäfte hier durchzustöbern. Meine Termine habe ich abgearbeitet. Das geht dann nächste Woche weiter. Ja. Also kann ich mir jetzt ein bisschen Zeit lassen. Es ist 12 Uhr. Ich stehe jetzt hier an der Ampel. Da ist Rossmann. Mal gucken, wo es mich jetzt hin verschlägt. Ja. Eigentlich nur so ein bisschen einmal durchgucken, meine Runde. So, ich bin hier schon voll gepackt mit Taschen. Da gibt es gleich einen Haul. Jetzt bin ich auf dem Weg. Moment. Ich gehe jetzt noch ins Carré rein und guck mal, was es da so Neues gibt. Und dann würde ich aber auch nach Hause. Es ist inzwischen 12:30. Mal gucken, ob ich noch zu DM reinschaue. Mal sehen. So, hier bin ich wieder. Ich bin bei Karstadt. Und werde jetzt einmal nach meinen Stricknadeln schauen. Ich habe schon welche bei Tigers gefunden. Und auch eine Hundeleine, Leute. Ein Halsband und eine Hundeleine bei Tigers für 1 Euro. Zeige ich euch zu Hause. Stürmt alle mal los und kauft euch das. Aber jetzt werde ich erst einmal, natürlich von unten filmen, weil voll und so, meine Stricknadeln holen. Weil die von Tigers waren nicht ganz so dick, wie ich sie gerne hätte. Deswegen hole ich mir jetzt mal welche, die vernünftig sind. So, ich bin fertig. Ich werde jetzt mit meinem Fahrrad wieder nach Hause fahren und oh Leute, ich bin so kaputt. Ich könnte hier jetzt sitzen bleiben. Ich habe schon wieder 3 Tüten eingekauft. Tja, wenn ich da mal losgehe ohne Marlene, dann kaufen wir mal so die Sachen an. So, wir gehen jetzt los. Oder ich fahre jetzt los mit meinem Fahrrad. Ganze Menge wieder an Sachen. So, jetzt mal so alles dran gebummelt. So, ich wollte noch sagen, dass ich die Stricknadeln nicht gefunden hatte. Leider. Aber ja, die werde ich dann im Internet bestellen. Ja, nix. Außerdem war die mega teuer bei Karstadt. Ich habe da die nur annähernd in der gleichen Stärke waren, die ich hätte gewollt. 8, 9 Euro. Wahnsinn. Naja. Guck ich mal im Internet. Alles kein Problem heutzutage. Das ist auch eine kleine Karstadt-Filiale hier in Randsbek. So. Naja, erstmal haben wir ja auch Stricknadeln. Ich habe ja die Stricknadeln festgemacht wieder. Dass ich Klebeband zwischen diese Holzstäbe gemacht habe und dann dieses Plastikteil reingemacht habe, reingequetscht und seitdem hält das ganz gut, muss ich sagen. Also ich hoffe mal, dass das auch so bleibt. Naja, jetzt fahre ich mit dem Fahrrad nach Hause, wahrscheinlich habt ihr das bemerkt. Und muss dann mal überlegen, was ich zu essen koche. Genau. Speichen gehen. Deswegen fahre ich schon relativ langsam. Dieses Sportfahrrad hat nämlich keinen Gepäckträger hinten. Das ist auch schlecht anzubringen, höchstens vorne, aber es ist alles sehr schmal geschnitten, logisch. Ist auch nicht fürs Einkaufen gedacht. Das Wetter ist schön, mild und sonnig. Ich bin total nass geschwitzt, also wirklich total. Ich habe ja auch ganz dicke Sachen an. Schon. Und dann auch noch die Jacke drüber. Vorhin war es angenehm, aber jetzt ist mir warm. Es ist jetzt 2:30. Dauert auch noch ein bisschen, bis ich da bin. Schwitzt. An der nächsten Ampel mache ich euch wieder aus. Keine Sorge. Nach 100 Meter müsst ihr durchhalten mit mir.
Schuhe gekauft. Solche wollte ich schon immer haben. Es war der letzte und ich glaube, ich hoffe, es war 38. Ich habe sie nicht 39. Ich habe sie nicht angeprobiert. Und ich hoffe nicht, dass es eben 38 war. Ohne Brille. Aber ich versuche, das zu entziffern. So, Leute, ich bin an der Ampel. Bis nachher. Ich bin wieder zu Hause. Ich bin so tot. Oh, ich hatte auch noch nicht gefrühstückt, das habe ich total vergessen in der Aufregung. Ich habe zwar zwei Cappuccino getrunken, aber nicht gefrühstückt. Ah, doch ganz heute Morgen um 7 oder um 6:30 habe ich den Rest von dem Brötchen von meinem Sohn gegessen. Das war es aber auch. Und ich wundere mich, warum ich so einen Hunger habe. 13.53 Uhr, bin total nass. Ich habe hier so ein richtig dickes Shirt an, so einen richtig dicken Pullover. Hoodie, Shirt wäre gut, Hoodie. Den werde ich ja gleich mal ausziehen. Aber ich weiß schon, wenn ich den ausziehe, fange ich an zu frieren. Also, naja. Ich muss was essen, werde jetzt hier Frischkäse mit Schwarzbrot essen und dann ich mache das hier, nee, da, wusste ich, ich habe gekauft, müssen wir auch irgendwie noch einkaufen gehen, ist aber nicht so dringend, können wir auch morgen machen, also schauen wir mal, für heute bin ich soweit jedenfalls durch, ich bin das geschwitzt, nee, Maggie, für dich gibt es da nichts, du hast dein Fressen auch heute Morgen, hat sie alles aufgefressen. Komischerweise hat sie so echt Kohldampf gehabt. Ich habe hier einmal eine ganze so einen Napf gegeben, das hat sie alles leer gefuttert. Aber sie ist jetzt, glaube ich, scharf auf meinen Käse. Juhu, hallo. Ich würde euch jetzt die Leine zeigen, die ich geholt habe für Miley. Die machen wir nämlich gleich um. Ich hatte ja eine Hundeleine gekauft und die kostete nur 1 Euro. Bei... Ach, wie heißt jetzt der Laden nochmal? Oh, ich komme nicht drauf. Hatte ich euch doch gesagt. Die beiden Teile für einen. Bei Tigers. Genau, bei Tigers. Beide Teile zusammen 1 Euro. Also lauft los. Gibt es auch noch in Blau. Aber meine ist ja eine Dame, also in Rosa. Die werde ich ihr jetzt ummachen. Mit der Hoffnung, dass es auch relativ stabil bleibt. Und dann gehen wir los. Ich muss noch kurz zur Bank. Ich muss noch eine Überweisung abgeben. Und ja. Genau. 15:10 Uhr inzwischen. So, ich bin mal draußen. Gehe jetzt, wie gesagt, einmal kurz zur Bank und dann machen wir eine große Runde und gehen wieder nach Hause. Ich musste übrigens das Halsband abnähen, weil das zu groß war. Leider, es war für Mileys Hals viel zu groß. Aber ich habe es genäht. Ist noch nicht ganz fertig. Ich habe es erstmal provisorisch genäht, damit ich schnell zur Bank komme, weil die macht gleich zu. Werde ich dann noch zu Hause weiter schick machen, dass ihr das dann auch richtig passt. Ich drehe euch mal kurz um, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Also das Halsband ist, wenn ihr es nicht abändert, eher für größere Hunde gedacht. Es gab aber bei uns auch keine kleineren. Aber das kann man auch leicht selbst machen. Na, wenn man es mit der Hand näht, ist es vielleicht ein bisschen knifflig, wenn man das nicht so richtig, nicht so wirklich fest bekommt. Ne? Also das dann vielleicht, dann müsste man einen dickeren Faden nehmen, der so ein Zwirn oder so, dass das dann auch nicht reißt, weil das wäre natürlich sonst fatal, wenn der Hund abbaut. Aber mit einer Nähmaschine, glaube ich, kann man das machen. Muss natürlich jeder selber wissen. Jo, hier ist Miley. Schick wie immer. Diesmal in einem rosa Halsband. Hier. Und hier habe ich es genäht, weil das zu eng, zu locker war. Ne? Also ich habe das jetzt hier zusammengenäht, aber das bleibt nicht so. Also das werde ich von innen dann nähen. Also es ist jetzt von außen, aber ich wollte nur wissen, ob es überhaupt klappt. Es klappt. Ich muss das also von innen nähen und dann nähe ich das hier. Eine Seite hier fest, die andere da. Oder ich nähe das quasi gleich hier fest. Das würde auch gehen. Da war ein Eichhörnchen. Ne? Da ist ein Eichhörnchen. Ja. Sie sucht weiter das Eichhörnchen. So, ich bin übrigens heute mit so einem Anzug bekleidet. Das habe ich komplett in der Türkei gekauft, als wir im Urlaub waren. Jo. Und nun? Ich müsste eigentlich noch ein Insta-Bild machen, aber ja, mal gucken.
mein Lieben, wir gehen nochmal zu Rewe, weil wir waren nicht einkaufen. Irgendwie habe ich das nicht verplant. Auch nicht. Was hängt da denn? Jetzt hat mein Sohn seine Jacke dahin gehängt. Ja, ich habe keine Milch mehr, ich habe auch keinen Frischkäse mehr und das geht nicht. Deswegen müssen wir das holen. Mein Mann ist weg, mein Sohn ist weg, also gehen wir da eben hin. Es ist zwar schon dunkel, es ist glaube ich 7:15, 7:30 oder 7:45 schon ungefähr. Aber mein Sohn, mein kleiner Sohn kommt mit. Und ja, machen wir nochmal einen kleinen Abendspaziergang, dachte ich mir, es tut uns auch gut. Miley kommt natürlich nicht mit, weil wir zu Rewe gehen, aber ist auch nicht schlimm. Die war ja schon lange draußen. Ja, mein Schipper ist ja ganz lange draußen. Ja, ja. Jo, wir sind unterwegs. Ach, im Dunkeln gehe ich nicht gerne allein, deswegen muss mal einer meiner Söhne mit, auch wenn es noch nicht spät ist. Ja, ich kaufe Milch und Frischkäse. Mehr ist eigentlich nicht geplant, weil wir ja morgen, wie gesagt, einkaufen gehen werden. Insofern schauen wir mal. Müssen wir dann da hinten gucken. Er möchte Kuchen, so einen Fertigkuchen, aber das können wir ja nicht, weil wir nicht backen können. Müssen wir so einen Fertigkuchen kaufen. Möchtest du einen Fertigkuchen oder wie? Ja, dann müssen wir beim Brot und Honig brauchen wir auch noch für unseren Sohn. Welchen Honig nehmen wir denn da mal? Den Wald, das Waldhonig. Na, ich guck mal. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Schon mal. Was hat er gesagt? Egal. So, liebe Leute, wir sind gerade in die Tür rein. Ich euch noch mal kurz ab, was wir gekauft haben, bevor der Kleine da rangeht, jetzt auch alles zu essen. Einmal diesen Kuchen, 1,39 glaube ich kostet, der schmeckt immer richtig lecker, wir essen den alle gern. Außerdem natürlich Milchschnitten und was haben wir noch? Lasst mich mal eben gucken hier. Machen wir mal eben so ganz schnell. Ich habe einmal Wasa mitgenommen und zwar diese dünnen Scheiben, diesmal Roggen. Dann habe ich Wasa wieder die dicken Scheiben hier. Sesam. Außerdem diesen Quark. Ich mag den richtig gern, den Ja-Quark ohne alles. Mag ich lieber als den von Lidl. Deswegen habe ich einen mitgenommen. Frischkäse gab es natürlich auch nur diesen hier von Ja. Logisch, den von Lidl mag ich am liebsten. Den gab es nicht. Ich habe noch einen genommen. Vorsichtshalber. Außerdem 1, 2. Uiuiui, fällt mir jetzt hier schon alles runter. 3. Und so ist das letzte hier. 4-mal Milch. Und dann einmal nochmal diese reinen Rindsalami. Schmeckt auch immer richtig lecker. Ich habe gerade auch wieder ein Brot gegessen mit dieser Salami und Frischkäse. Und Honig natürlich. Haben wir zwar gestern beim Türken oder beim Araber gekauft. Das war aber wieder nur so ein Sirup. War kein echter Honig. Hat mein Sohn sofort gesehen natürlich. Deswegen habe ich nochmal diesen mitgebracht und hoffe, dass er dann zufrieden ist. Ja, mein Lieben, ich würde mich jetzt schon ganz gern verabschieden. Es ist 19:46 Uhr. Ich werde jetzt da ein bisschen Abwasch erledigen, die ganzen Sachen hier in den Kühlschrank verräumen oder wegräumen. Nee, mein Sohn ist so lieb, wie süß. Ja, und dann kommt mein anderer Sohn aus Oldenburg heute. Da freut Mama sich wieder, aber es wird sehr spät werden, glaube ich, weil er erst sehr spät losgefahren ist. Mit dem haben wir auch noch einige Sachen zu besprechen. Deswegen werde ich auf jeden Fall warten, selbst wenn es richtig spät ist, weil der muss uns bei Papiersachen helfen, die mein Mann und ich jetzt aufgeschoben haben, bis er kommt. Und ja, ansonsten danke ich euch ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt wieder heute einmal. Ich werde, wie gesagt, die Vlogs von gestern und heute zusammenschneiden. Wünsche euch ein richtig schönes Wochenende und bis morgen.